Hallo und herzlich willkommen bei DZWTV. Heute geht es um die neue Gebührenordnung für Zahnärzte, die GOZ. Der Abrechnungsexperte Dr. Peter Esser ist vielen Leserinnen und Lesern der DZW durch seine wöchentliche Kolumne zur GOZ, nämlich in puncto Abrechnung, bekannt. Derzeit ist er in ganz Deutschland mit Seminaren und Vorträgen für Zahnärzte und ihre Teams unterwegs, um diese fit zu machen im Umgang mit den Tücken der neuen Vorschriften. Anfang Februar haben wir einen seiner Kurse besucht, und zwar in Düsseldorf bei der Zahnärztlichen Abrechnungsgenossenschaft, kurz ZA, für die er auch als GOZ-Berater tätig ist. Sein Credo: die Praxen brauchen eine klare Strategie, denn sie werden voraussichtlich viele Jahre mit dieser GOZ leben und arbeiten müssen. Ein Expertengremium hat unter anderem mit Vertretern des Deutschen Zahnärzteverbands DZV, der ZA und den Kammern und KZV in Nordrhein-Westfalen eine komplexe Strategie erarbeitet. Die Kernpunkte lauten: alles kalkulieren, alles vereinbaren und den Patienten unterstützen. Warum das so wichtig ist, das erläutert Esser im Interview. Die Praxis muss sich darauf einstellen, dass diese GOZ noch viele, viele Jahre in Kraft tritt. Und da haben wir natürlich eine langfristige Strategie zu fahren, die uns auch ein Reagieren in Zukunft gut ermöglicht. Und deshalb rate ich den Praxen, sich hinzusetzen, im Team eine gesamte Neubewertung aller Bausteine vorzunehmen, von Materialberechnung angefangen bis zur Kalkulation jeder Leistung und auch ablauftechnisch alles nochmal auf den Prüfstand zu stellen. In seinen Kursen zeichne sich aber auch ab, dass die Praxen hier vielfach doch Probleme haben. Die Schwerpunkte, für mich auch etwas überraschend, kristallisieren sich heraus bei Kalkulation der Leistung und rechtssicherem Vereinbaren im schwieriger gewordenen Rechtsumfeld. Da haben die Praxen wirklich viel Fragebedarf und Nachdenkensbedarf und natürlich dann, wie die Kalkulation umgesetzt wird im Einzelnen, auch da ein System, eine Strategie zu finden. Das spiegelt sich auch in der Zusammensetzung der Teilnehmer seiner Seminare wider. Die Resonanz ist natürlich, weil auch vieles neu ist, ziemlich groß. Und es kommen in der Regel 2/3 der Besucher Zahnärzte und 1/3 zahnmedizinische Fachangestellte. Das liegt natürlich daran, dass jetzt strategische Ausrichtung der Praxen gefragt wird. Insgesamt erwartet der Abrechnungsexperte aber noch viel Ärger und Auseinandersetzungen mit den Kostenerstattern bei Beihilfe und privaten Krankenversicherungen. Denn auch wenn mit der neuen Strategie durch die Vorabvereinbarung mit dem Patienten viele Dinge schon im Vorfeld abgeklärt werden sollten, Konfliktpotenzial gibt es reichlich. Und damit droht auch eine Klageflut. Ich rechne mit einer Flut von Beanstandungen, die wir 2 Schwerpunkte haben. Das ist einmal die Notwendigkeit der Leistung, die Indikation. Das zeichnet sich bereits ab. Dann nach den Vorgaben der Bundesregierung, des Bundesrates, wird es ganz sicher große Probleme bei Faktorüberschreitungen und Begründung geben und deshalb auch sich darauf vorzubereiten. Und dann gibt es einige Auslegungen von Gebührenziffern, wo man jetzt schon merkt, da wird es ganz sicher zu Streit kommen. Das ist zum einen die adhäsive Befestigung, die gar keine Leistung ist, sondern ein Zuschlag in dem Sinne. Und dann sind es verschiedene Hilfsmittel, zum Beispiel die Röntgenmessschablone und die Medikamentenschiene. Da wird es sehr bald zu prozessualen Auseinandersetzungen kommen, bin ich ganz sicher. Unterstützung für die Praxis bieten auch die Abrechnungsdienstleister, wie Dr. Susanne Wojcik von der Zahnärztlichen Abrechnungsgenossenschaft AG erläutert. Die ZA hat als Genossenschaft von Zahnärzten für Zahnärzte die GOZ-Strategie mit erarbeitet. Wir sehen unsere Aufgabe als berufsständig organisiertes Unternehmen darin, den Zahnärzten Unterstützung bei der Auslegung der GOZ zu bieten und vor allen Dingen dann auch in Folge bei der Durchsetzung der berechtigten Ansprüche auch zu helfen. Und da bieten wir ganz viele Kernleistungen an, die im Prinzip den Zahnarzt über die ganze Phase der Abrechnung begleiten. Angefangen bei unserer GOZ-Hotline, wo halt Fragen zur HKP und Rechnungserstellung angebracht werden können und wo unsere kompetenten und von Herrn Dr. Esser bravourös geschulten Damen dann auch Antworten auf die Alltagsfragen, wie geht man mit der neuen GOZ um, bieten. Dann haben wir das Kombi-Kurzverzeichnis auch neu aufgelegt
Mit dem Kombi-Kurzverzeichnis hat der Zahnarzt die Möglichkeit, direkt am Stuhl eine schnelle Kalkulation vorzunehmen. Neu an dem Kombi-Kurzverzeichnis ist, dass da eine Spalte ist, wo erkennbar ist, Achtung, beim 2,3-fachen Satz habe ich x Minuten für diese und jene Leistung zur Verfügung. Und damit wird es sehr leicht möglich, sich entsprechend dann am Stuhl überschlägig das Honorar zu kalkulieren und dem Patienten eine entsprechende Richtschnur an die Hand zu geben. Das Weitere ist der Honorarkalkulator, den wir ebenfalls neu aufgelegt haben und auch noch mit zusätzlichen Details angereichert haben. Damit kann der Zahnarzt auf Basis seiner eigenen Praxisdaten auf sehr einfachem Wege den notwendigen betriebswirtschaftlichen Honorarumsatz ermitteln und auf dieser Basis dann entweder Einzelleistungen oder Komplexleistungen kalkulieren. Aber auch nach der Rechnungsstellung unterstützt die ZA ihre Kunden, bis hin zur Klage, wie Dr. Susanne Wojcik erläutert. Ja, ansonsten haben wir natürlich auch unsere ganzen Kernleistungen nach wie vor. Also wir bieten unseren Kunden eine Rechnungsprüfung an, wo wir dann entsprechend auch Hinweise darauf geben, Achtung, da ist was falsch abgerechnet worden, so ist das nach GOZ nicht korrekt. Da fehlt eine Position, die zwingend mit einer anderen Position verbunden ist. Oder die Begründung wird so vom Kostenerstatter niemals akzeptiert werden. Sinnvoller ist beispielsweise diese und jene Begründung. Ja, und des Weiteren natürlich auch im Folge, wenn die Abrechnung dann heraus ist, die Unterstützung bei Problemen im Zusammenhang mit der Kostenerstattung. Da bieten wir den Patienten die Möglichkeit, den Schriftverkehr zu übernehmen und die entsprechenden Argumente aufzubereiten. Ja, und wenn dann die Stricke alle reißen, haben wir natürlich auch die Maßgabe, das Ganze dann gerichtlich für unsere Kunden dann durchzusetzen. Wir arbeiten da mit wirklich hochversierten Rechtsanwälten zusammen, die ZA seit Anbeginn aller Zeit, also seit der damaligen GOZ 88 begleiten und entsprechend da so gut aufgestellt sind, dass wir die meisten Fälle auch tatsächlich zum Erfolg führen können. Das betriebswirtschaftliche Kalkulieren der Honorare ist für viele Zahnarztpraxen im Umgang mit der GOZ die größte Herausforderung. Das kristallisiert sich auch aus Sicht der ZA deutlich heraus. Also aus meiner Sicht, ich bin ja Betriebswirtin von Hause aus, kann ich definitiv nur sagen, das Allerwichtigste ist das Kalkulieren. Wir haben auf Basis der GOZ-Statistik der ZA mal ermittelt, was bedeutet die neue GOZ denn jetzt tatsächlich für die Praxen. Bezogen auf das, was bei uns an Daten eingeflossen ist, bedeutet das im Vergleich zum bisherigen Abrechnungsverhalten, zum vom Gesetzgeber bzw. Verordnungsgeber gewünschten Abrechnungsverhalten von 2,3-fach im Durchschnitt, ein Verlust von minus 4,53% im Bereich der nicht über die KZV vereinnahmten Einnahmen. Wenn man das Ganze jetzt mal betriebswirtschaftlich für die KZBV-Praxis durchrechnet, unter der Annahme, dass die bisherigen Steigerungsfaktoren zum Beispiel bei den Kosten, zum Beispiel bei den über die KZV vereinnahmten Einnahmen entsprechend erhalten bleiben, führt das, und das ist das Erschreckende daran, zu einem Einnahmenüberschuss, der sinkt um 9,78%. Also da ist eine richtige Hebelwirkung drin. Kann also definitiv auch nicht durch Steigerungen an anderer Stelle aufgefangen werden. Also das A und O ist das Kalkulieren, das entsprechende Vereinbaren mit dem Patienten, und da arbeiten wir entsprechend drauf hin. Das Weitere, was halt zu sagen ist, die GOZ bietet Auslegungsmöglichkeiten. Diese Auslegungsmöglichkeiten werden naturgemäß von den Kostenerstattern deutlich restriktiver gesehen, als die Zahnärzte sich das wünschen können. Und da möchten wir von Seiten der ZA daran arbeiten, die Chancen einer für die Zahnärzteschaft positiven Auslegung so lange wie möglich zu wahren. Und darauf ist das ganze Arbeiten und Bestreben der ZA im Moment ausgerichtet, um da Aufklärung zu schaffen. Die Kernpunkte der GOZ-Strategie mit Tipps für die Praxis stehen im Mittelpunkt der nächsten Sendung. Mehr Informationen zum Umgang mit der neuen GOZ gibt es von Dr. Esser natürlich jede Woche in der DZW in der Kolumne in puncto Abrechnung. Eine umfassende und praxisnahe Aufbereitung der gesamten GOZ wird der Standardkommentar von Dr. Esser bieten, der demnächst im Zahnärztlichen Fachverlag erscheinen wird. Bereits erhältlich ist dagegen Essers Buch Alles, was bleibt, aus der DZW-Buchreihe des ZFV. Hierin sind die bis Juli 2011 erschienenen DZW-Beiträge aktualisiert und überarbeitet zusammengefasst. Ich sage Tschüss, Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie bei Laune.